Und da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Tomb Raider Quest of Gold in Poseidons Domain. Ja, Poseidon ist uns um einiges näher, als wir es uns erhoffen. Aber er tut uns nichts. Das ist nett. Er kommt. Doch, er kommt. Ich dachte gerade, er tut uns nichts. Hilfe, was ein Schock. Hier mal schnell sichere Plattform und so. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen das Problem. Weil ich überfordert bin. Hier ist eine Tür. Die müssen wir bestimmt aufbekommen. Von da unten sind wir gekommen. Schalter haben wir gedrückt. Das heißt, diese Plattform von eben, die war schon gar nicht mal so schlecht. Also gehen wir da gerade nochmal drauf. Weil mich das hier echt ein bisschen fertig macht. Und ich glaube nicht, dass man den abschießen kann. Hier schnell mal dem Gebrüll ausweichen und vor allem diesen Feuer-Dinger, die der da schießt. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind so blaue Feuerbälle, oder? Auf jeden Fall ist das wahrscheinlich Poseidon-Power. Hilfe, ich bin gerade zu hektisch. So, wo müssen wir hin? Ich glaube geradeaus, ne? Sowas stresst mich immer ungemein. Hier kann man aber schon mal speichern. Okay. Können wir irgendwie hier rüber? Ja. Ich glaube schon. Da probieren wir jetzt mal hinzuspringen. Mit so einem Kurvensprung könnte das gehen. Wir werden halt jetzt immer hier angegriffen. Ja, das geht. Perfekt. Und dann schnell hier rüber. Das ist immer eine sehr, sehr stressige Angelegenheit. Und ich hoffe, wir haben eine Brechstange, damit wir diesen Hebel betätigen können. Also mal schnell Hebel einsetzen. Oder geht das überhaupt? Ja, wir haben einen. Perfekt. So, was haben wir jetzt gemacht? Vielleicht haben wir unter Wasser diese Tür aufgemacht. Das könnte sein. Schauen wir mal. Oder wir haben die Spieße weggemacht. Ah, nee, hier. Guck, da. Ah, da können wir nämlich hier dran hochklettern. Aber erst ein Medipack. Hilfe. Ich hoffe nicht, dass in jedem dieser 10 Leveln überall ein Gott letztendlich als Endgegner kommt. Obwohl das ja auch ganz interessant wäre. Aber 10 Endgegner danach habe ich ja hier Herzstillstand. Das ist... Oh, so viele Ratten. Hilfe. Nehmen wir mal die Uzzis für so viele Ratten. Vor allem, wenn die sich alle hinstellen, bevor sie sterben. Und dann verwesen. So, ziehen wir mal den. Und der hat uns... Ah, perfekt. Der hat uns hier richtig schön die Spieße weggemacht, dass wir da jetzt den Hebel ziehen können. Darauf habe ich gewartet, wollte ich sagen. Aber darauf habe ich nicht gewartet und das habe ich auch nicht erwartet. Und ich muss auch mal zugeben, also das war jetzt wirklich Pech, oder? Also ich finde, das war wirklich Pech, dass wir gerade da gelandet sind, wo die Plattform ist. Und sonst überall nirgendwo keine sind. Also nochmal den hier ziehen. Der die Spieße wegmacht. Und jetzt nochmal Körper. Aber diesmal ohne die Plattform. Gut, alles klar. Ja, dann schnell hier schön am Rand lang tauchen, dass wir nicht von diesen Magic-Feuerbällen Napoleons... Napoleon, sag ich schon. Oh mein Gott. Poseidon natürlich. Kann es sein, dass wir den Hebel vielleicht schon gezogen hatten? Kann sein, deswegen gucken wir gerade nochmal. Wo ist der Eingang? Tauchen wir nochmal rumdrum. Wahrscheinlich eh wieder die vierte Seite, wie immer. Es ist immer die vierte Seite, die man absucht. Das ist wirklich unglaublich. Hier unten drin. So, in der Hoffnung, dass jetzt die Spieße aus sind. Ja, sind sie. Wir hatten den Hebel jetzt zweimal gezogen, dadurch, dass wir geladen haben. Aha, okay. Jetzt müssen wir wieder zu Poseidon. Müssen wir uns leider...
Ach nee, wir müssen können direkt hier hochklettern. Das ist gut. Wo ist er denn, unser Poseidon? Und da steht er. Aber cool gemacht, finde ich. Also das ist echt cool gemacht mit dem Poseidon. Und wie gesagt, ich bin echt mal gespannt, ob in den anderen Göttertoren auch jeweils Endgegner auf uns warten. Bin ich echt mal gespannt. Ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern, aber kann ja sein. Ah, sehr gut. Der Schlüssel. Ich glaube, das ist jetzt der Poseidons Key. Könnte ich mir vorstellen. Ui. Ich glaube, dieser Blitz, der zieht uns hier magisch an. Interessant. Nehmen wir ihn mal mit ins Wasser. Das sieht ja interessant aus. Oder ist das ein Bug? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir den Schlüssel. Dann müssen wir leider nochmal zu Poseidon. Aber jetzt den Schlüssel hier mitnehmen. Oh. Wie kommen wir da am besten dran? Oh. Oh shit. Ich glaube, er hat uns am Schlewittchen. Und jetzt ist Lara tot. Alles nicht so einfach. Aber hier, den Schlüssel haben wir schon ausgelöst. Das heißt, da können wir jetzt ohne Probleme hin. Und den mitnehmen. Und ich hoffe, dann stirbt auch Poseidon. So, dann müssen wir den erstmal hierher locken. Ja, genau. Und jetzt schnell aufheben. So. Schnell ein Medipack nehmen. Was ein Stress hier. Ist ja unglaublich. Und dann diese Musik noch dabei, das stresst einfach. Ich bin bei sowas immer gestresst. Ob das Endgegner sind und dann so eine Musik dazu und Feuerbälle, die was einen verfolgen. Vor allem, wenn man von irgendwas verfolgt wird. Dann bin ich automatisch irgendwie gestresst. Aber das ging ja jetzt eigentlich hier ganz einfach. Und ich glaube, hier ist dann auch der Ausweg. Ja. Poseidon lassen wir mal am Leben. Wir wollen ja hier keine Götter umbringen. Das bringt nur Fluch und Elend über uns. Deswegen lassen wir den lieber mal am Leben. Und sind mal gespannt, ob wir jetzt langsam wieder Richtung Hall of Legends kommen. Deswegen wieder hier hoch. Sieht so aus, als würde es langsam wieder in die Richtung Hall of Legends gehen. Auch von den Texturen her. Und wir haben es geschafft. Unser erstes Göttertor von 10, Poseidons Domain. The Hall of Legends, da sind wir wieder. Wir haben sogar die 2 Secrets hier noch drin. Und natürlich den Legend Key. Ah, nicht Poseidons Key, sondern Legends Key. No. Doch, Lara, da kannst du nichts dran ändern, der heißt so. Und wie gesagt, der ist blau, das hatte ich ja schon mal beziehungsweise erahnt, dass der blau sein wird. Und den ersten von 10 Schlüsseln, den ersten von 10 Legend Keys haben wir somit im Petto. Perfekt. Ich glaube, wir haben jetzt schon Feuer da ausgemacht. Das heißt, wir könnten schon neue Schalterpositionen somit wahrscheinlich freilegen. Aber wir haben ja auch noch die andere Tür, die durch den einen Schalter hier unten auf jeden Fall auch noch aufgeht. Es ist nur die Frage, wir müssen hier in das Wasser springen. Wir sind auch ganz oben, glaube ich. Ich hoffe, wir überleben das. Jawohl. Perfekt. So, und wo kommt man jetzt hier wieder raus? Interessant, in einem Delfinbecken, wie schön. Und da ist schon der nächste Hebel. Dann ziehen wir den doch mal. So. Und der fährt uns hier so Plattformen hoch. Ich schätze mal, dass es... Ja, es sind Zeitplattformen. Das heißt, das müssen wir schneller machen. Und ich habe das Gefühl, das dürfen wir jetzt auch öfter machen. Das heißt, immer wenn wir in diese Wasserlöcher springen, von den jeweiligen Etagen, wo wir rauskommen, müssen wir wahrscheinlich dann hier rüber wieder in die Hall of Legends zurück. Also können wir das jetzt schon mal üben. Weil das wahrscheinlich, wie gesagt, jetzt öfter zu machen sein wird. So. Speichern wir das mal. So, dann direkt hier hoch. Und hier rüber. Jawohl.
Knapp, aber hat geklappt. Okay, dann können wir nämlich hier jetzt schön um die Ecke hangeln. So muss das sein. Perfekt. Und dann kommen wir hier zu einem Podest. Aber da ist bestimmt wieder nur so eine unnötige Pflanze drauf als Dekozweck. Genau. Und dann hangeln wir einfach mal hier lang. Ganz einfach, weil wir es können. Gut, und dann können wir schon hier raus. So, und jetzt sind wir nämlich wieder hier unten. Ah nein, wir sind direkt schon hier. Ah, genau hier wollte ich nämlich hin, weil wir jetzt die zweite Tür mit diesem Hebel öffnen können. Danach kommen wir dann bestimmt auf der anderen Seite ganz oben raus. Da ist bestimmt noch ein Hebel und dann haben wir alle Flammen wahrscheinlich bei den Hebeln weg. Und können dann somit die anderen 8 Göttertore durch die Farbkombinationen öffnen. Das würde für mich total Sinn machen. Aber bis dahin ist der Weg erstmal ein bisschen weiter, weil wir erst ins nächste Göttertor müssen. Poseidon, Wasser haben wir abgeschlossen. Und jetzt kommen wir... wohin? Sisyphe. Okay, dann schauen wir doch gerade mal nach, was Sisyphe für ein Gott ist. Sisyphe. Gott. Sisyphe. Ich hab's falsch geschrieben. Kein Wunder, dass kein Ergebnis kommt. Sisyphe. Ich habe Ü und Y vertauscht. Jetzt haben wir's. Wikipedia. Sisyphos. Ach so, auf Deutsch heißt er Sisyphos. War ein König zu Korinth und Sohn des Aiolons. Aha. Er soll um das Jahr 1400 vor Christi gelebt, sich durch große Weisheit ausgezeichnet und zur Vergrößerung Korinths sehr viel beigetragen haben. Heute bekannt ist er vor allem als eine Figur der griechischen Mythologie, jetzt sind wir beim Thema, die im Volksglauben als Schalk, gerissenes Schlitzohr und Urbild des Menschen und götterverachtendes Frevlers, keine Ahnung, gilt, dem es durch skrupellose Schlauheit mehrfach gelingt, trickreich den Tod zu überlisten und den Zustrom von Hades zu sperren, indem er den Todesgott Thanatos fesselt. Also das scheint hier ein sehr gerissener Gott zu sein. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hinter dieser Tür gerissene Fallen und sowas auf uns warten. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Sisyphe, das nächste Tor. Und das sieht nach Feuer aus. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Ups, und verbrennen. Ja, anscheinend hat Sisyphe was mit Gerissenheit und auch vor allem Schlauheit, Intelligenz zu tun. Und irgendwie scheint mir das auch so, dass das mit Feuer zu tun hat. Also auf jeden Fall nicht so eine bekannte Gottheit, wie das bei Neptun ist. Upsala. Poseidon meine ich. Genau. Also nicht so bekannt wie Poseidon, aber trotzdem eine Gottheit der griechischen Mythologie. Aha. Da sind schon die gerissenen Fallen und die Intelligenz dieser Gottheit. Ja doch, das hat schon irgendwie ein bisschen was mit Intelligenz zu tun, oder? Hier. Aha. Wahrscheinlich brauchen wir hier ein bisschen Köpfchen in dem Level. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Hören wir die Musik noch zu Ende und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in diesem Level wieder. Ich speichere gerade mal. Das ist Myth of Sisyphe. Und in diesem Level, was wahrscheinlich viel Grips erfordert und viel, ja, Intelligenz und Nachdenkevermögen, in diesem Level sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, ciao.